Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Boah, dieses Studiolicht ist verdammt hell. Ich werde fast blind. Auf jeden Fall spielen wir heute, wie ihr schon seht, Train Sim World 3. Ich weiß jetzt auch nicht genau, warum die jetzt unbedingt einen neuen Teil rausbringen mussten. Es gibt auf jeden Fall sehr viele geile Neuerungen. Es gibt nämlich ein Trainingszentrum. Das sieht tatsächlich genauso aus. Da kann man rumlaufen, sich jeden Zug anschauen. Der steht da halt wirklich so wie auf dem Bild. Das ist verdammt geil. Dann gibt es um dieses Trainingszentrum herum eine riesige Strecke, wie so ein O, oder so ein langgezogenes O, wie heißt diese Form? Weiß es gar nicht. Egal, auf jeden Fall kann man da eben, wie auch in Realität, seine Züge testen. Da gibt es ja auch in echt so Teststrecken, wo man einmal so einen riesen Kreis fährt. Verdammt geil. Weichen kann man alle selber stellen, das ist echt geil. Wir fahren heute ICE 1. Dann machen wir hier auf einsamer Strecke. Fahren Sie mit einem einzelnen ICE-1-Wagen nach der Wartung von Fulda nach Kassel. Einem einzelnen Wagen? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Baureihe 401 ist der 1er und das vorhin war 403. Da muss man aber auch Experte sein. Aber bin ich natürlich, ne? Logisch. Ich bin gespannt und freue mich, das Ding zu fahren. Weil auch wenn die relativ ähnlich sind von außen, sind die von innen komplett anders. Und ich finde, der Einser, der ist was ganz anderes. Und das macht irgendwie total Spaß, den mal zu fahren. Falls ihr merkt, ich bin hier immer noch geblendet von diesem dummen Licht. Kann das nicht ein bisschen dunkler machen? So. Also, willkommen in Fulda. Sie müssen diesen BR-401 Drehkopf nach Kassel bringen. Wo ist ein... danke dafür. Was? Heute gab es einen größeren Stromausfall. Bin juckt. Okay, ich würde sagen, wir kriegen das auch so hin. Nein, das ist echt nur ein Triebkopf. Das ist ja lustig. Von daher steigen wir direkt mal ein. So. Da. Jetzt kann man hier natürlich auch schön entspannt durchlaufen und sich das alles hier anschauen. Von verdammt viel Technik. Ist das ein Stromzähler? Okay, wir gehen weiter nach vorne und setzen uns mal hin und fahren dann auch mal los. Wollen heute noch fertig werden. Also das hier ist der ICE 1 von innen. Ja. Alt. Kein Wunder, ist auch ein alter Zug. Aber das Steuerpult hier gefällt mir echt gut. So, schalten Sie den Richtungswenderschlüssel ein. Jawohl. Vorwärts. Alles gut. Dann Spitzensignale. Mal Bremsschlüssel. Warum es fürs Bremsen einen Schlüssel gibt, das weiß ich auch nicht so genau. So, wir sind nun bereit, loszufahren. Das ist doch schön. Ich würde vorher noch die AFB anmachen. Wenn ich das darf. Ich schau mal, wie funktioniert das hier. Ist die hier hinten versteckt? Ah. Genau. V-Soll-Freigabe, genau. Hinsetzen und jetzt geht's los. Also Bremsen lösen. Schauen wir mal. Hier ist der Zug. Schickes Ding. Auch wenn die Hälfte fehlt. Aber das macht nichts. Wir fahren los. So, AFB auf das Limit. Wir dürfen gleich nur 40. Dann können wir es eigentlich auch lassen zu beschleunigen. Mal so. Und let's go. Ja, chillig. Bei dem alten ICE dauert es immer ein bisschen, bis der beschleunigt. Ich weiß nicht warum. Da war da einfach der St. Martins-Umzug. So, weiter geht's. Wir beschleunigen auf 40, meine ich, waren's. Genau. So, wir müssen nach Langerschwanz. Nee, was? Langenschwarz. Achso, genau. Ich finde diese Grafik immer wieder faszinierend. Ich glaube, die ist bei Train Sim World 3 sogar noch ein Tick besser. Auch wenn ich vorher so wirklich den Unterschied auch nicht so bemerkt hätte. Auch wenn ich den Unterschied, glaube ich, jetzt nicht unbedingt gemerkt hätte. Hätte man es mir nicht gesagt. Aber macht ja nichts. Verdammt schicker Zug auf jeden Fall. Ach, sieht der nicht schön aus. Also klar, ICE 4 hat auch was. Auch wenn er irgendwie komisch aussieht mit diesen Kanten.
Aber ICE3 ist so Standard, aber 1, der hat schon was. Ich find's Wahnsinn, wie detailliert das alles gemacht ist, diese Grafik. Ich muss sagen, ich spiele auch auf den höchsten Einstellungen, weil ich kannte. Ja, irgendwie sagen Legenden, ich Topes hätte mir die größte Grafikkarte gekauft, die mein Geldbeutel hergab. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja, entspannt. Hier ist ein Tunnel. Ich sehe nichts. Genau, da haben die sich übrigens auch dran gemacht hier im Simulator, dass man sich eben auch an die Lichter gewöhnen muss. An die Lichtverhältnisse. Das heißt, wenn ich rausfahre, sehe ich erstmal gar nichts, weil man sich eben an die Dunkelheit gewöhnt hat. Und umgekehrt eben genauso, wenn ich in den Tunnel reinfahre. Ich finde das echt cool, hier diese Übergänge. Könnt ihr mal drauf achten. Und langsam werden die Farben dann schön. Das ist ultra geil. Ja, ich bin wieder mal viel zu langsam unterwegs. Wir können viel schneller fahren. So. Genau. Und was auch neu ist, wir können in die Außenansicht, während wir im Tunnel sind. Das sieht dann ungefähr so aus. Ich überlege gerade, Sifa wäre doch auch geil, oder? Ich weiß gar nicht, wie die klingt hier in dem Zug. Hier, Sifa. Ein. So, hinsetzen. Sifa drücken. Und dann bin ich mal gespannt, ob der uns das sagt oder ob der nur pfeift. Das ist ja auch bei jeder Baureihe ein bisschen anders. Oh Gott. Bald die Stimme. Naja, das ist eben das, was ich hier mal erkunden wollte. Aber diese Steuerpult, ohne Witz, das gefällt mir echt gut. Das sieht ja ein bisschen aus wie aus diesen ganzen Rangierloks. Aber dann noch mit dem Design, dass es von außen einfach ein ICE ist. Oh nein! Müll. Muss ich den jetzt zurücksetzen? Kann ich da noch beschleunigen? Junge, hör auf zu bremsen. Hör auf zu bremsen, bitte. Mann, ich kann das nicht mal abbrechen. Das ist ein Scheiß. Ah, Mann, muss ich jetzt irgendwas freigeben? Als ob ich wüsste, was. Bin ich Zugführer oder was? Hat das was mit dem zu tun? Ah, ha! So. Ey, da muss man erstmal drauf kommen, ne? So, jetzt nächster Versuch. Tada! Wir fahren! Leute, ich bin genial. Aber wer... Also, dass ich den Button drücken muss. Wie soll ich denn da drauf kommen? Also, echt. Mein Gott. Falls jemand Bock hat, mir die PZB, LZB und... Was gibt da noch um ein System? Egal. Falls jemand Bock hat, mir die zu erklären, kann sich gerne melden. Ahnung davon habe ich bisher nicht. Also klar, man muss irgendwann bestätigen mit Signalen und klar... Soweit bin ich schon informiert, aber wann ich jetzt genau was drücken muss hier von den Onkels da, keine Ahnung. Also, was? Ah, nein! Jetzt habe ich schon wieder so eine Kann ich das wenigstens so abbrechen? Bitte. Das wär's. Ah, ey, genial. So, hier bin ich. Gucken wir uns nochmal an hier. Ey, ich kann mich da nicht dran satt sehen. Das sieht so schön aus. Wo ist genau jetzt der Unterschied? Gott, warum wackelt das denn so? Ach Gott, Weichen, Hilfe. Darf ich so schnell fahren? Lass mal ganz kurz schauen. Nein, natürlich nicht. Gleich dürfen wir nur noch 250 fahren. Beziehungsweise wir dürfen ab da erst 250 fahren. Egal, juckt keinen. Und ich würde sagen, wir reduzieren mal und fahren ab jetzt im erlaubten Bereich, damit wir noch ein paar Punkte bekommen. Auch wenn ich bis heute nicht weiß, was das Punktesystem im Zugsimulator soll. Ja, und die Sifa habe ich ausgemacht. Die hat mich aufgeregt. Genau. Noch Fragen? Ich denke nicht. So. Da müssen wir halten. Boah, dieser Transporter. Wahnsinn. Okay. Noch 130 Meter. Mann, das zieht sich ja. Und da sind wir auch schon. Tada. Oh, der ist aber eilig. Tschüssi. Ey, da fahren sogar Autos. Junge, Junge. Okay. Anhalten. So Freunde, das war's dann auch schon mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Auf Insta kannst du mir auch gerne folgen, wenn du mich mal sehen willst. Auf Discord kannst du auch gerne beitreten, da bin ich auch manchmal live. Ich würde mich freuen. Link ist zu beidem in der Beschreibung. Dann danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video und ciao.